Jetzt tut es, Leute. Eine gute Silas-Runde jetzt hier. Sollten eigentlich eine Free Lane haben gegen Ornn. Also können wir free scalen. Ja, ich gehe aber das Standard-Build auf Silas. Ich gehe hier Hexig GLP, Intosonias, Rabadons, ne? Und Magic Man Boots sehr wahrscheinlich. Okay, Lee Puff, Top-Lane. Wunderbar. Können wir vielleicht für einen Early Kill auf Ornn schauen. Der wird ja MR haben, also wird Lee Sin ordentlich Damage machen. Level 3 auf ihm. Oder er geht für Mitte-Gang, das geht auch. Mal schauen, ich glaube, ich lasse den Ornn. Ich lasse die Wave zu mir pushen. Weil Ornn ist ein Offroad-Spieler. Und den können wir definitiv abusen. So, Ornn pullt Blue. Kriegt die CS alle? Ja. Nice. Genau das wollte ich. Jetzt slow push die Wave zu mir. Ouchie. 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 Muss ein bisschen aufpassen hier. Gibt's doch nicht. So, ich muss die Wave ein bisschen verkleinern jetzt hier. Ah, Lee Sin Level 3 gegen Botlane, what? Okay. Das ist actually gut. Weil der Kha'Zix hat Blue gestartet. Also kann er nicht die Topside-Camps von Lee Sin nehmen, weil er gerade am Red Buff ist. Struggle ein bisschen hier. Kha'Zix Mitte. Dass ich gegankt hätte, den hätten wir ja gesehen irgendwo, ne? Flash einfach. Ich bin tot. Ich werde solo killed. Yo, wahrscheinlich werde ich solo killed von dem Ornn. Geil. Oh mein Gott, Gott sei Dank. Ja, das war aber huge, ne? Das war sehr gut für uns. Ja, on TP. Na gut, ich sollte jetzt Toplane gewinnen. Kha'Zix hat gar nichts bekommen, das ist das Wichtigste. Ne, das war ein Kill nur für Ornn. Und Ornn hat kein MR gekauft. Also jetzt können wir richtig Aggro spielen, glaube ich, wenn wir
Wissen, wo Kha'Zix ist. Der müsste beim Blue Buff gerade sein, der K6. Aber leider nicht Aggro spielen gerade. Ich miss auch meine ganzen Spells hier, das gibt's doch nicht. Fickel. Wunderbar. Besser. Durch Max W, by the way. Okay, die Wave hard push ich noch. Ryu brauchen wir, Leute. Für den Herald. Okay, wunderbar. Hä? Was war denn das für ein Int? Bei Ultra Bad. Oh. So, der wird meinen Pink clearen, sehr wahrscheinlich. Okay, dann schauen wir, dass wir den Ornn killen und den Top Tower holen. Und Fleets, ich probier's mal aus. Ist vielleicht nicht das Beste, aber gibt mir irgendwie eine sichere Landing Phase, aber hat mir nichts gebracht. Ich wurde eh solo killed. Oh Mann, ey. Das Matchup ist tatsächlich nicht so easy zum Spielen. Ganked? Ja, ich bin tot. Ah, Joke. Oh mein Gott. Okay, on flash. Ah, das müssen Kiffy Lee sein hier. Nice, man. Well fucking played, bro. Good job. So, wenn er den Tower auf 2,3 Plates kriegt, dann kann ich einfach Herald usen und den Tower nehmen. Es war auch übelst lucky, dass der K6 die Ulti evolved hat. Dadurch hatte ich 3 Ulti-Charges und nicht nur 2. Deswegen konnten wir da turnen.
Das ist huge. Ja, wir können hier einfach Herald usen. Ich möchte jetzt nicht Herald usen und an Kha'Zix sterben. Ah. Lol. Oh mein Gott. War ein bisschen bad. Wow. Das war. Ey, das ist so krass, ne? Silas ist einfach der geilste Champ, den es gibt, Mann. Ich hätte den Helter nicht usen dürfen. My bad. Wenn den Tower einfach ohne Herald nehmen können. Und ich habe meine Akte von meinem GOP nicht benutzt. Na gut, dann nehmen wir zwei Turrets. Na, können wir eigentlich nicht, oder? Ah, doch. Das ist so free low, Leute. Holy shit. Alright. GP hast du benutzt? Ach so, dann ist der Cooldown halt ultra low. Aber ich gehe, glaube ich, einfach instant Ravadons, weil ich so ahead bin. So, Topgrabe. Into Topwave catchen. Ich könnte echt den ganzen Topside-Jungle von Lee machen. Oh, die W wollte ich auf den großen machen. Ah, ich mache einfach den Red auch noch. Ach, fuck, wenn ich die W durchkrieg. Nein! Damn, wenn ich meine W da noch durchkrieg auf Kha'Zix, dann krieg ich beide. Scheiße. My bad. My bad. Oder wenn ich eine E treffe, ne? Dann ist es auch free. Aber einfach not good. Kann ich runterchasen, GVP. Wow. Wow. The fuck? Was macht der Typ, Alter? Nice Outplay! Oh ja. Kennengemisst aus dem FF. Silas macht doch Spaß. Es macht mir, also der Champ macht mir am meisten Spaß von allen momentan. Ah, das ist wirklich so ein geiler Champ, ey. Vor allem, wenn man ahead ist, das ist einfach so juicy. Okay. Da kommt ein. Oh. Ich kann sagen, da kommt ein Kha'Zix, aber doch nicht. Wo ist die Krabbe?
weg, oder was? Der Bravadon fast in der Base. Ich kann resetten. Und wir rabbeln uns. Ich ist auch vielleicht, was alles passiert. Ja, deswegen, ja. So. Ach ja, geiles Game. Ah, RIP Syndra, da. Ja, ist bad. Kann die Tür gewonnen. Hasek ist hier irgendwo noch. Oder? Nice. Nice, nice, nice. Oh, den Ezreal kann ich one-shotten, wenn ich eh treffe. Nein, what? Oh mein Gott! Oh, ich triff die E und dann verliere ich Vision, Alter! Junge, what? Das waren fast 1000 Gold für Ezreal. Damn. Kann's nicht glauben. Welche Runen? Hier. Ah, Leute! Wir throwen! Okay, Joke, Joke. Big Joke, Big Joke. Ja, ist das tot. Aber wir kriegen halt Mitte und Top. Dragon sollten wir auch kriegen können. Kha'Zix ist 27 Sekunden tot. Lee Sin kann sich noch hochhealen. Man kann auch Q-Maxen, Leute. Man muss nicht unbedingt W-Maxen. Ich packe. Also ich max einfach W und pack einen zweiten Punkt in Q und max dann später E. Alright. Das ist nicht gut, eigentlich muss ich Botteln laufen. Oh. So. Ja, geil. Geilo, geilo, geilo. Wird einfach gewone-shottet, ne, von mir. Bin auch ultra-head. GG. Nice. Poggers, Mann, Poggers.